von Let's Play Together, Sigurd auf Mana. Sehr schön, mit uns Steffi. Ja. Und ich bin Michi. Wir spielen eben jetzt, also wir sind ja der Junge, wie ihr Part 1 erschienen erfahren habt. Und wir wurden aus dem Quelldorf-Verband, da wir das Mana-Schwert aus dem Stein gezogen haben. Was abpasst? Quelldorf? Pandoria. Wir haben jetzt eben von Victor, einem Ritter, erfahren, oh, dass wir Pilzchen! Aquaria Günther-Pilz und Pilz zum Wasserpalast Günther. Und sie kann uns helfen, irgendwas mit dem Schwert zu tun. Ein Pilzchen. Ein sehr süßer Pilz. Ich liebe diesen Pilz. Er ist sehr süß. Pilzkopf! Pilzkopf ist zerschellt. Okay. Gefahr hungrigen Goblins. Ach, und diese Blume ist auch sehr ärgerlich immer. Ist sie nicht Vampir-Tulpe oder so? Ja, Vampir-Tulpe ist es. Hallo. Oh, hübsche Tulpe. Die ist voll drauf, Michael. Ja, vor allem am Anfang ist sie drauf. Ciao. Aber Steffi zeigt das eigentlich nicht. Sie macht sie aber eiskalt fertig. Und wie viele Blumen da unten? Ich muss eine arme Blume schlagen. Die hau ich jetzt erst an, weil sonst. Bald sie. Ach ja, Leute, ich wollte auch mal den Spielbarte zum Spiel zeigen. Aber sieht bei uns schon ziemlich sieht krass aus. Sieht bei uns sehr krass aus. Etwa so etwa. Ich will auch hinten in die Seite gehen. Okay, so, ich frage jetzt mal diesen Ritter da. Wir kommen aus Pandoria, um die Hexe Tura zu besiegen. Ah. Das ist Oberst Hagen. Unsere Mission ist sehr gefährlich, aber wir werden es schon schaffen. Systemfrage? Ja. Mit einer Peitsche können wir die Abkürzung zu Tura Schloss nehmen. Also, Oberst Hagen, antreten. Kompanie, marsch! Und schau, 2, 3, 4. Der eine hat auch bloß irgendwas geklabert. Okay. Hinterm Hauptmann, stinkt's rechts. Recht. Recht. Links. Okay, okay, sind wir im Wasserpalast. Yippie! Alles schon mal. Wasser. Oh, das ist Victor. Auf geht's, Juppa! Warte, macht sich Juppa okay mal auf. Was haben wir die Miete? Mal schauen, was uns erwartet werden. Und wer ist Aquaria? Wir wissen nur, die beschützt seit 200 Jahren dieses Land. Und wie sie aussieht, was sie hier genau tut, das erfahren wir. Dieses wunderschöne Treppengeräusch. Ja. Was ist die Treppe hier? Okay, schön. Da steht sie. Sehr grünes Haar. So, und jetzt? Hey Süße, wo ist diese Aquaria? Oh je, wie peinlich. Hallo Aquaria, schön dich mal wieder zu sehen. Willkommen! Das soll Aquaria sein, die 200 Jahre alt ist? Ja. Soll Victor reden? Ja. Aquaria, überall sind Monster. Dieser Junge hat gerade eins erledigt, also den Seelenbitter. Ich weiß, Ebbe und Flut brachten mir bereits die schlimme Nachricht. Die Mana-Kraft wird immer schwächer, deshalb konnte der Junge auch das Schwert aus dem Stein ziehen. Das wiederum erweckte die Monster zum Leben. Noch mächtige Monster versuchen, die Kraft des Mana-Schwertes zu stehlen. Erst wenn diese Monster besiegt sind, kannst du das Mana-Schwert mit Hilfe der Waffen-Orbs wieder reaktivieren. Den ersten Orb hast du bereits vom Sichelanbieter erhalten. Doch es gibt noch mehr solche Orbs mit Mana-Energie für das Schwert. Suche jemanden, der mit den Orbs dein Schwert stärker machen kann. Aquaria-Fragen habe ich, oder? Ja. Begib dich ins Imperium, Victor. Sie plant, die Mana-Festung zu reaktivieren. Meint ihr etwa die Festung, die in der Legende die Welt zerstören wird? Ja, die. Das ist kein Märchen. Das Imperium versucht, sie wieder zu reaktivieren. Das Imperium bricht die Siegel, die zum Schutz der Mana-Samen da sind. Sie haben es auch schon auf den Samen in diesem Palast abgesehen. Dann ist Pandoria auch in Gefahr. Oder was meinst du, Aquaria? Stimmt, Victor. Geh am besten gleich dorthin und warne den König. Okay. Okay. Und du, Juppa? Gehst zum Elfenteich. Die Zwerge, die dort leben, produzieren die besten Waffen weit und breit. Vielleicht kann einer der Zwergen auch dein Schwert mit dem Orb stärker machen. Sehr cool. Mit einem stärkeren Schwert erhöht sich auch deine Kampfkraft. Yeah. Nice.
Können wir noch ein kleines Bläulchen mit Quaria? Jupa, wovor hast du Angst? Schwerterdamm-Festung. Bereits vor Jahrhunderten haben unsere Vorfahren versucht, die Mana-Kraft mit Hilfe der Mana-Feste zu kontrollieren. Erfolglos. Nur dem Mana-Schwert haben wir es zu verdanken, dass diese Welt noch existiert. Ja, in der Geschichte. Nach der letzten Schlacht haben Überlebende diese Welt wieder aufgebaut. Das ist das Mana-Schwert, aber es hat seine Kraft verloren. Die letzte Kraftreserve hat es wohl aufgebaut, als es dich gerufen hat. Warum mich, wäre Kraft? Ich weiß nicht, beim Fragen? Warum? Für die Leute? Warum hat es gerade mich erwählt? Das weiß ich auch nicht, aber du musst dem Schwert neue Kraft geben. Bitte nicht. Und was muss ich tun? Du musst beweisen, dass du es wert bist, dieses Schwert zu tragen. Na gut, antwortet Jupa stolz. So, und jetzt berühre den Namasa mit dem Schwert. Wird gemacht, meine Gute. Da, das schöne Geräusch. Sehr episch. Für einen kurzen Moment sind das Schwert und das Samen ineinander verschmolzen. Du hast den Mana-Samen mit dem Mana-Schwert versiegelt. Von jetzt an richtet sich alle Kraft dieses Samens nur auf dich. Und zwar egal, wo du dich gerade aufhältst. Es gibt insgesamt 8 solche Mana-Samen. Du musst sie alle versiegeln. Also noch 7. Hier hast du eine Lanze. Sie wurde früher von den Mana-Rittern genutzt. Lanze erhalten! Sie wird durch Benutzung immer stärker, ähnlich wie das Mana-Schwert. Übrigens, es gibt noch weitere Waffen wie diese. Suche überall danach. Ich gebe dir Kraft. Das Spiel sprechen? Natürlich. Leute, ihr könnt ja mal raten, wie viele Waffen es gibt. Zunächst solltest du zum Elfenteich gehen. Dort musst du nach dem Lavatempel suchen. Südlich von hier liegt die Stadt Pandoria, durch die du gehen kannst. Okay, wir machen uns auf nach Pandoria. Kannst auch gleich rennen. Wie rennt man? Ist das Menü? Oh ja, okay. Das haben wir gleich mal gezeigt. Bitte. Skis. Los geht's nach Pandoria. Ja. Ja, unser Held in diesem macht sich jetzt Spiel auf. Gibt es auch besondere Zahlen. Also sie schämen sich um Zahlen, aber die gibt alle irgendwie immer wieder das Gleiche. Aber das merkt ihr dann nach der Zeit. Oder wir erzählen es euch dann auch mal. Kennst du die besonderen Zahlen, Steffi? Natürlich. Das ist eine rhetorische Frage. Natürlich. Okay, komm her, Pongo Buschel. Pongo! Buschel! Kaputt machen! Da links wohnt noch der Wucherkater. Auch Raffi genannt. Das ist eine Lidamite. Und die verkauft eben auch wieder, wo wir in diesem Geschäft waren im ersten Part. Nur bei ihm ist alles doppelt teuer. Ja, teurer. Und zwar alles: Bonbons, die Kleidung, alles. Selbst zum Übernachten auch. Hey! Hilfe! Oh, die hungrigen Goblins. Nein, die sind so böse. Tanzen. Die tanzen, ne? Und wir landen im Topf. Nein, Hilfe! Was soll das? Sei endlich still, du kleiner Schreihals. Wie möchtest du gekocht werden? Al dente oder eher weich gekocht? Lass mich hier raus! Du bist jung und knackig, lecker. Ah. Du wirst eine Festschmaus. Hey, schnell, die Lindenstraße fängt an. Ja, die kennt ihr, die Lindenstraße? So eine Uralt-Sendung. So eine uralt-deutsche Sendung. Ich glaube immer noch. Ja, die gibt's noch. Hey, pst. Die haben geguckt. Hey, Zwergenfutter. Stell dich beim Baden. Sehr witzig. Okay, ich helfe dir. Das ist ein freundliches Mädchen. Es hilft einem Jungen aus einem Topf. Sehr gut. Cooler Junge wurde gleich mit Quant gebadet. Und jetzt? Badet. Weg hier. Seine Klamotten sind nicht kaputt. Wie macht das? Ist ein Feuerfest. Da muss wohl Kevlar mit verarbeitet sein. Oh ja. Vielen Dank, aber wer bist du und was tust du hier? Ich suche jemanden, der unglaublich hübsch, sehr intelligent und einfach zum Knochen süß ist. Er ist genau das Gegenteil von dir.
Wie bitte? War ein Witz. Nein, ich suche meinen Verlobten. Er muss hier irgendwo sein. Ciao. Hey, warte doch. Sie ist in Richtung Pandoria gegangen. Und der Junge kann so weit sehen, dass er es gleich sieht. Er scheint irgendwelche. Das ist ich zu haben. Das heißt, weiß. Ja, unser guter Held hat ein kleines Bad genommen. Ich persönlich habe ja noch nie in Lava gebadet im Feuer. Vielleicht wäre das. Ich weiß auch irgendwie Gulab oder so. Ein Topf, lecker. Vielleicht wäre das einmal ein Erlebnis wert. Nee, verbrennst du dich. Aber das ist Spaß. So, und eben, man kann bei diesem Spiel auch am Anfang ein paar Wege gehen. Jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt nicht mit diesen Oberst Hagen und seinen Soldaten geredet hätten, wären die Goblins nicht erschienen, hätten das Mädchen nicht getroffen. Hätten sie alles Heilkräuter kennengelernt. Heilkräuter sind gut. Heilkräuter sind so gegen Statusveränderungen. Zu paralysieren. Nee, paralysieren gibt's gar nicht. Unmächtig und so. Unmächtig. Genau. Bewusstlos heißt es ja. Bewusstlos. Wenn man eingefroren hat, wenn man verbrennt ist. Und so weiter. Pongo-Puschel ist erledigt. Und wieder Obsen. Es ist ja unser Held schon ziemlich stark. Das ist das kleine Wesen da, wenn man das berührt, dann. Autsch, dann wird man nach oben gespickt. Komm her, Pilzkopf! Du verliebter Pilzkopf mit den süßen Herzen. Man kann auch allgemein in der Rollenspielen gar nicht hüpfen, oder? Ich weiß es gar nicht so. Also hier nicht. Auch nicht hier. Oder? Ich finde, das ist eine richtig schöne Musik, die passt irgendwie so, klingt so ein bisschen nass irgendwie so. Ja, so passt. So, weil es hat geregnet irgendwie. Ja, genau. Ich finde, das Spiel ist sehr schön gestaltet. Also die Macher haben sich da echt viel Mühe gegeben, auch mit den ganzen Monstern. Ich habe Pilz. Ding und die schauen nicht so hässlich aus. So hässlich aus wie anderen Spielen, wie zum Beispiel in Terra Migma, wenn ihr das kennt. Bisschen mal vergleichen dann irgendwann so, wenn ihr das kennt. Aber ich finde, du kannst das Spiel. Ah, da kann der Held hüpfen. Das stimmt. Okay, wir sind gleich in Pandoria. Juhu. Komm her, Pilzkopf. Mein fetter Chefi. Dann sollen wir zum König gehen. Oder? Nee, Victor sollte zum König gehen, oder? Ich will das nicht. Aber wir können auch den König besuchen. Okay, es gibt nichts. Willkommen in Pandoria. Mir wurde gesagt, Freunde? Ich soll dich durchlassen, sobald du ankommst. Sir Victor aus Tasnika ist in der Burg. Er hat eine Audienz am König. Ach, und übrigens, sprich besser nicht mit den Leuten hier. Sie sind stumm. Und zwar fast alle aus diesem Dorf. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ob die alle behindert sind, sind sie nicht. Das hat etwas mit der Hexe zu tun. So viel ist schon mal sicher. Aber hier im Schloss kann alle reden. Schaut. Ein Beispiel. Das ist Burg Pandoria. Sehr schön. Danke für diese Information, mein Herr. Ich weiß nicht, Leute, ob euch das interessiert, was die Leute hier schwafeln. Eine labert irgendwas über einen Baum. Die labern das von der Hexe, dass sie Angst vor der Hexe haben. Die labern irgendwie, dass sie mit Hagen spielen wollen, die Kleine da zum Beispiel. Und das Mädchen. Niemand außer mir kann über mein Leben bestimmen, Vater. Hey Zwergenfutter, sag bloß, du bist ein tapferer Ritter. Du meinst wegen diesem Schwert? Deswegen sonst, hör zu. Vorhin habe ich dir geholfen, jetzt musst du mir helfen. Wir müssen zu Tora, der Hexe, meinen verlobten Hagen befreien. Aber ich muss doch in den Lava-Tempel. Das kann warten. Ich heiße Yupa. Und ich? Dem Mädchen einen Namen. Ich nenne es Michi, so wie ich. Genau. C-H-I. Okay, dann heiße ich Michi. Okay, hat sie diesen Namen bekommen. Sie schließt sich an. Ja, Ewigkeiten und Scheiße. Okay, dann lass uns zum König gehen. So, der Vorher vor mir zurück. Juppa, ist dir aufgefallen, dass die Leute hier sehr seltsam sind? Ja. Die Hexe Tora entzieht den Menschen die Lebensenergie. Zombies. Sie treiben sich seit Tagen bei der Ruine herum und reden kein Wort. Ich muss der Sache auf den Grund gehen. Geh zum Elfenteich. Oh mein Gott. Das Mädchen schaut noch Victor hinterher. Was macht er? Oh, ich schlag nicht schön in die Kamera, bitte, Schatzi. So. Kommst du bitte? Ich komme schon, Michi. Mach uns auf zum Elfenteich. Hast du schon, ob du Klamotten anhast? Ja, ja. Hat immer Klamotten.
Achso, ich will noch eine andere Waffe natürlich. Ich glaube, es ist nicht so mein Fall. Oh, die Lanze ist viel cooler als meine Lieblingswaffe hier. Gleich mal so eine kleine Info am Anfang. Was ist gar nicht der Anfang? Part 2. Wir sind aber schon bei 15 Minuten. Okay, ich würde sagen, wir speichern eine Runde. Gehen wir hier noch weiter? Was machen wir, Chefi? Ich weiß nicht, was wir machen. Gar nicht. Kaufen brauchen wir hier nichts. Richtig? Möchtest du übernachten? Machst du gemütlich? Nein, danke, wir wollen speichern. Nein. Ja. Nein, wir wollen nicht übernachten. Ja. Du bist. Ja. Naja, auch nicht. Ich würde sagen, wir gehen noch ein Stück weiter, oder? Ja, wir gehen ein Stück weiter und dann. Sag auf jetzt schon. Adios, amigas! Hier ist so schön die Summons. Auch ist auch, du bist jetzt viel schwächer als ich. Also hauen wir die Gegner ganz böse hinein. Aber wir haben viele Bonbons. Sehr steil ist, cool. Ich auch. Ich mag die Musik irgendwie hier lieber, die ist chillig. Oh, nee. Oh, die Beanie. Die Beanie. Die Dornenwespe. Wespe, ja. Sie wir haben heute. Oh mein Gott, diese blöde Dornen. Ja, Mann, ich bin vergiftet. Ich muss hier ein Pongo beschreiben. Wir haben heute im Garten eine Raupe gefunden. Die war so grün und die war voll riesig. Mir ist gerade aufgefallen, weil dieses Tier im Dornenwespe heißt und diese Raupe. Hat hier übelst den dicken Dorn. Hat hier hinten einen fetten Stachel dran. Das war ein Zitronenraupen. Raupe. Falterraupe, genau. Die war riesengroß. Ich habe sogar ein Video gemacht. Irgendwie war sie auch witzig. Wir können das unten einfügen, Chefi. Wir können es auf die Facebook-Seite planen. Okay, wir machen auf die Facebook-Seite. Ich habe nämlich ein Video mit meinem Handy gemacht, den wir sie gefangen haben. Und dann haben wir sie wieder freigelassen. Mhm. Muss man echt darauf passen, dass sich auf das Ding drauf tappt. Ja, voll, wenn du drauf getappt bist. Dann hat es so einen Stachel und dann hast du vor. Wir haben sie auch mal angelernt, dass sie voll lustig angefühlt. Sie hatte irgendwie so winzig kleine Noppen angefühlt, gell? Ja. Ich wusste gar nicht, die war gerade oben mindestens. Die war 6 cm, so war die auf jeden Fall lang. Ja, voll groß irgendwie. Ich dachte immer, die sind viel kleiner. Eine gigantische Killerraupe. Oh mein Gott. So, ein Stück mal Pespchen. Okay, Lukas, das ist eine kleine Wespe. Ist die nicht stechen? Das kann nicht tödlich sein für manche Leute. Ich weiß gar nicht, ob es für mich tödlich ist, mich hat nie einen gestochen. Ich hätte auf eine Biene, aber ich weiß gar nicht, ob deine Wespe gestochen. Ist man eigentlich sofort allergisch oder kommt es bei der Zeit? Ich weiß gar nicht. Ich glaube sofort. Ja, du von Anfang an, sobald ich eine erste Mal schon, dass du da gleich in Lebensgefahr bist. Was ist denn eine Allergie eigentlich? Klar, wenn du zum Beispiel manchmal das ja gegen Kiwi allergisch und das dann isst, dann bekommen die auch irgendwie keine Luft mehr oder sowas. Krass, ich muss eine Allergie. Schau mal, sieht aus wie ein Kamel, dieses Grasfleckchen. Ja, fand ich auch. Also, wir trainieren hier ein bisschen. Ja, ich kann mich aufladen. Super. Super, super. Level 3, nice. Sehr schön. Oh, da kommt bestimmt ein Bonbon raus. Aber du brauchst gar keinen Zeit. Ich sag, du kannst ja eins nehmen. Michi mit dem blonden Haar. Bonbon ist zu viel. Oh, ein fliegender Pilz. Ein Fliegenpilz, so gesehen. Aber schau mal, jetzt diese Herzchen auf dem Kopf. Wie nennt man das eigentlich nochmal? Schirm? Schirm, oder? Nee. Stiel heißt das aber was? Das andere heißt Stiel. Ich weiß gar nicht. Egal. Es ist der Kleine. Es ist tot. Stirb tot. Es ist nicht tot. Es ist der Pilz. Ach Leute, dieses Spiel ist nicht von Nintendo, aber man spielt es auf der Super Nintendo, genau. Das ist ein Spiel über Fortnite. Was hast du denn? Squirrel. Ach, irgendwas genau. Nix oder so komisch. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Schild gab es erst ein paar da vorne, oder? Okay. Ich würde sagen, wir gehen auf Shoppen und dann. Shoppen und. Ich sehe jetzt in Mühldorf. Hier sind auch Mühlen. Oder also Wasserregen. So. Willkommen in Mühldorf. Irgendwie. Wasserbahn, Leute. Wir gehen erstmal einkaufen. Boah, 606 Gold. Münzen. Wir kaufen. Das wollen wir nicht. Wir kaufen einmal die Ninja-Robe. Für die Michi. Und? Das wollen wir nicht. Haarschleife. Thank you. Okay, dann zieh das noch schnell an. So,
Leute, das war Part 2 von Let's Play Secret of Mana. Together. Together, genau, das sagst du es. Wir haben jetzt das Mädchen im Team. Und jetzt machen wir es auf zum Elfenteich. Genau. Bis dann. Ciao. Ciao.